Jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute will ich euch mal den einfachsten und schnellsten Duplication Glitch zeigen, den es gerade in GTA Online gibt, wie man sich die ganze Zeit Easies duplizieren kann, die man am Ende noch für 1,8 Millionen verkaufen kann. Wenn euch diese ganzen Glitches gefallen, so wie der heutige Duplication Glitch, könnt ihr mir natürlich gerne ein Like und ein Abo da lassen und jetzt würde ich sagen, fangen wir auch schon direkt an mit diesem Glitch. Und wenn du auch jetzt sofort mehrere von 1000 Leveln sowie mehrere von 100 Millionen GTA-Dollar auf deinem Account haben möchtest oder auch noch nach einem günstigen Unlock-All-Account mit vielen gemoddeten Autos suchst, dann schau doch gerne mal beim ersten Link in der Videobeschreibung vorbei oder auch im angepinnten Kommentar, denn dann kommst du zu der Seite JG Gaming. Diese Seite bietet dir nämlich günstige Unlock-All-Accounts an sowie sehr günstige Money und auch Level-Boost und mit dem Rabattcode MONKEY10 sparst du auch noch 10%. Erster Link in der Videobeschreibung. Und für diesen Duplication Glitch brauchen wir auch wie gesagt nur einen Freund und für den ersten Schritt fordern wir uns einfach einmal ein persönliches Fahrzeug an. In dieses persönliche Fahrzeug steigen wir jetzt einfach einmal ein mit unserem Freund zusammen und fahren gleich wie gesagt ins Casino Parkhaus. Also wir steigen einfach einmal beide in das Fahrzeug ein, begeben uns jetzt zum Casino, fahren hier hinten an das Garagentor einfach einmal ran und wählen jetzt einmal das Parkhaus aus. Sind wir denn im Parkhaus angekommen, werden wir automatisch aus dem Fahrzeug aussteigen. Jetzt öffnen wir einfach einmal unser Interaktionsmenü, gehen auf Fahrzeuge, gehen auf den Fahrzeugzugang und diesen stellen wir jetzt einfach einmal auf Beifahrer. Sobald wir das gemacht haben, setzt sich unser Freund automatisch auf die Beifahrerseite. Also er steigt einfach einmal in unser Auto ein und bleibt da jetzt die ganze Zeit drinne sitzen, bis wir ihm am Ende des Glitches sagen, dass er wieder unser Auto verlassen soll. Jetzt verlassen wir einfach einmal das Parkhaus und begeben uns auch jetzt einfach schon einmal für den nächsten Schritt zu unserem Nachtclub. Ich in meinem Fall habe mir über den CEO jetzt auch schon ein Buzzard bestellt und fliege damit jetzt einfach einmal zu meinem Nachtclub und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich gleich beim Nachtclub angekommen bin. Und sind wir denn bei unserem Nachtclub angekommen, gehen wir einfach einmal hinten an das Garagentor ran bei unserem Nachtclub. Und genau hier können wir jetzt auch schon auswählen, in welche Garage wir gehen wollen, denn wir wollen ins Untergeschoss 1, da gehen wir jetzt einfach einmal rein. Und sobald wir denn hier in unserer Garage drinne angekommen sind, suchen wir uns einfach einmal ein Fahrzeug, was hier drinne steht, steigen in dieses einfach einmal ein, drücken jetzt einfach einmal, sobald wir drinne sitzen, die Pfeiltaste rechts. Und sobald wir das gemacht haben, drücken wir einmal die Option und nochmal die Option. Und dann steigen wir auch schon wieder aus dem Fahrzeug aus. Und jetzt begeben wir uns einfach einmal für den nächsten Schritt zur Arena-Werkstatt. Sobald wir dann bei der Arena-Werkstatt angekommen sind, gehen wir einfach einmal unten an das Garagentor ran und wählen jetzt gleich die Garage aus, da wo unser Auto drinne steht, was wir im heutigen Video duplizieren wollen. In meinem Fall ist es die Werkstattebene, da gehe ich jetzt einfach einmal rein. Und sobald ich dann in der Garage angekommen bin, wo mein Auto drinne steht, was ich heute duplizieren will, steige ich in dieses Auto einfach einmal ein. In meinem Fall ist es der Easy. Ich steige einfach einmal ein, drücke dann einmal die Pfeiltaste rechts, um in die Fahrzeugwerkstatt zu kommen. Dann fährt mein Auto hier einfach einmal kurz rein. Und jetzt ändern wir einfach einmal kurz was am Auto. Ich in meinem Fall habe einfach nochmal kurz die Bremsen geändert. Aber haben wir denn kurz was am Auto geändert, verlassen wir die Arena einfach einmal. Also wir gehen einfach einmal auf Arena verlassen. Und sobald wir die Arena verlassen, haben, warten wir einfach noch mal kurz, bis wir dann gleich draußen angekommen sind. Nämlich sobald wir draußen angekommen sind, öffnen wir einfach einmal unser Interaktionsmenü, gehen einmal auf Sonderfahrzeuge, einmal auf die mobile Kommandozentrale und fordern diese jetzt einfach einmal an. Haben wir das dann gemacht, öffnen wir einfach einmal unser Handy, gehen auf Kontakte und rufen jetzt unseren Mechaniker einfach einmal an. Und sobald wir den angerufen haben, warten wir jetzt nochmal kurz, bis der rangeht. Und jetzt gehen wir einfach einmal auf diese Garage, da wo unser kostenloser Elegy drinne steht. In meinem Fall ist es die Nachtclub-Garage. Und sobald ich mein Elegy angefordert habe, sage ich jetzt meinem Freund Bescheid, dass der aussteigen soll aus dem Penthouse-Auto. Und sobald er ausgestiegen ist und wir gleichzeitig den Elegy angefordert haben, sollten wir auch schon sehen, unser Kennzeichen ändert sich. Hat sich unser Kennzeichen denn erfolgreich geändert? Ist unser Freund also im perfekten Moment ausgestiegen? Fahren wir jetzt einfach einmal mit unserem Easy, wo sich gerade das Kennzeichen geändert hat, einfach einmal zur mobilen Kommandozentrale hin und sobald wir da angekommen sind hinten, fahren wir einfach einmal in den blauen Kreis rein, drücken hier einmal die Pfeiltaste nach rechts und bestätigen diese Meldung und jetzt sollte auch schon unser Easy in die mobile Kommandozentrale reinfahren und ist automatisch abgespeichert.
Das war's auch eigentlich schon vom ganzen Glitch. Jetzt können wir auch noch überprüfen, ob der Duplication Glitch geklappt hat. Wir holen einfach einmal unser Handy raus, gehen einmal auf den Mechaniker, also wieder auf Kontakte, auf Mechaniker, rufen nochmal unseren Mechaniker an. Und jetzt gehen wir einfach einmal auf die Arena-Werkstatt und gucken, ob da noch unser Easy drinne ist. Sollte der denn da drinne sein in unserer Arena-Werkstatt? Wir überprüfen das Ganze hier gerade. Ihr seht hier unten, der Easy ist erfolgreich noch drinne. Das heißt, der ganze Duplication Glitch hat geklappt. Und wenn euch dieser Glitch gefallen hat, könnt ihr mir natürlich gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.